bevor ich überhaupt auf den Boden geladen bin, fing er an mir hineinzutreten und zu schlagen und Blut spritzte überall aus meiner Nase und meinem Mund. Aber als ich das erste Mal in ein Männergefängnis gegangen bin, da hatte ich schon ordentlich Respekt. Also da dachte ich schon so, okay, krass, das ist nochmal medial auch eine ganz andere Gruppe Menschen. Aber ich mache niemals in meinem Leben meinen Frieden damit. Das ist ganz großer Scheiß, der damals passiert ist. Hier ist ERF Yes, willkommen im Talkwerk. Meine Gäste heute sind ein schottischer Extremsportler, der im Kilt durch die Arktis gelaufen ist, eine Musikerin, die freiwillig ins Gefängnis geht und ein Mann, dessen Gottesbild sich nach dem Unfalltod seiner Tochter radikal verändert hat. Schön, dass ihr dabei seid. John, Diana, Arne, schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch mal gegenseitig vor und ich fange zu meiner Linken an. Arne Kopfermann, Musiker, Produzent. Und deine Tochter ist vor wie vielen Jahren? Vor 7 Jahren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Du saßt selbst am Steuer. Ganz viel hat das ausgelöst, unter anderem, dass sich dein Gottesbild auch durch das, was du da erlebt hast, sehr verändert hat, weil du viel drüber nachgedacht hast. Nochmal, da reden wir heute drüber. Danke, dass du da bist, Arne. Gerne. Neben dir Diana, Musikerin, spielt Konzerte auch gerne mal im Gefängnis, ohne Kohle dafür zu kriegen, einfach weil sie das machen möchte. Und Diana sagt, Resozialisierung ist möglich, denn man kann diesen Teufelskreis einmal Knast, immer Knast möglicherweise doch durchbrechen und der müsste eigentlich gar nicht sein. Davon gehe ich aus, ja. Auch darüber reden wir gleich. Und daneben John McGurk, man sieht's am Schottenrock. Steh doch einmal auf, bitte, John. Fand ich einmal. Ein echter Schotte. Vielleicht reden wir nachher nochmal drüber, was du im Handtäschchen hast. Ja, das ist noch länger. Ein echter Schotte, Botschafter für Kinder in Not und Extremsportler, das verbindet uns. Ich bin auch Extremsportler, bei mir ist Sport einfach extrem lange her. Genau, und du machst für Kinder in Not tatsächlich sehr krasse Läufe, unter anderem durch die Arktis. Aber du hast auch so deine Geschichte von wegen Kinder in Not, weil du selbst eine extrem krasse Kindheit auch hattest. Ja, das ist wahr. Ja. Und da müssen wir jetzt direkt mal drüber reden, John. Ja, gerne. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, welche Situationen fallen dir da ein? Ich vergleiche das so in ein Zitat. Ich hatte ein Zitat. Ein Reporter hat mir mal gefragt, John, summier deine Kindheit in weniger Wörter. Und ich habe gesagt, ein Kind ohne Kindheit ist wie ein Regenbogen ohne Farbe. Man weiß, dass etwas Wunderschönes verloren gegangen ist und das schmerzt ein ganzes Leben lang. So vergleiche ich das. Meine Kindheit hat nie existiert. Ich bin durch eine unglaubliche Armut gegangen, Anfang der 60er in Glasgow, wo ich geboren bin und zum Großteil aufgewachsen bin. Häusliche Gewalt war in Tagesordnung und Mutter ist weggelaufen nach Irland und dann ja, wir konnten öfters nicht zur Schule gehen wegen mangelnden Klamotten. Wir hatten, was man in der Englischsprache nennt, Dysentery. Es ist, glaube ich, heißt auf Deutsch die Rühe. Nicht jeder kennt das. Und das hatte ich ein paar Mal gehabt. Ja, und dann irgendwann führte das natürlich, dass ich zu einem Kinderheim geschickt worden bin. Und in dem Kinderheim in den Lowlands von Schottland, da war selber der Heimleiter ein Alkoholiker und der war zuständig für uns und ja, der hat mich regelrecht gehasst, hat mir die Treppe runtergeworfen, ich hatte Knochenbrüche gehabt und dann eines Abends hatte ich einen Albtraum, dass meine Mutter gestorben wäre und da bin ich dann weinend in seinem Büro gelaufen und da saß er da mit 3 Freunden und war alle betrunken. Und ich stand da mit 11 Jahre alt und war am Weinen, weil er mir nicht helfen konnte. Er stand erböst auf und dann hat er bei seinen 2, 3 Freunden entschuldigt für die Störung und mich mitgenommen. Und wir gingen die Treppe rauf und da waren 2 andere Waisenjungs da. Die haben gesagt, John, warum weinst du? Und dann hat der Heimleiter den beiden Kindern angefeucht oder angeschrien, geht in eurem Zimmer, sonst passiert euch das Gleiche. Natürlich sind die weggelaufen. Ich fing an zu zittern. Ich habe gesagt, Mr. Smith, ich habe den in meinem Buch ernannt, Mr. Smith.
ich werde dich nie wieder stören, ich werde nie wieder was sagen. Und ich sitze da immer mehr und mehr, weil ich, er war so wütend und schrie mir an, ich war Abschaum, ich wäre Dreck, ich komme aus dem Dreck. Und dann kam er ganz nah an mein Zimmer und dann packte er mit seiner Hand an den Türrahmen und er war ein riesen Kerl und ich war ein sehr zerbrechlicher kleiner Körper und warf er mir gegen die Wand. Und bevor ich überhaupt auf den Boden geladen bin, fing er an mir hineinzutreten und zu schlagen und Blut spritzte überall aus meiner Nase und meinem Mund. Und dann irgendwann hörte ich auf zu weinen. Für mich war das ein Moment, dass ich bis heute, es war schon 50 Jahre her und es ist wie gestern. Und da hörte ich einfach auf zu weinen, er starrte ihn genau in die Augen und dann sprang er zurück. Und wahrscheinlich hat er gedacht, oh, ich habe den Jungen fast umgebracht. Und dann schrie er mich an, bevor der Tür zugedonnert hat, ich sollte ihn nicht mehr stören und ich sollte in der Treppe nicht mehr runterfallen. Das ist, was ich immer sagen musste. Runtergefallen, ja, genau. Bist. Ja, und so, der ging er aber weg und dann, viele Stunden später, kamen die beiden Jungs wieder rein, haben mich zum Duschraum genommen, sauber gemacht und sagt, Johnny, sei leise, sonst kommt er wieder. Und dann bin ich ins Bett und irgendwann bin ich wach geworden und dann kam Mr. Smith noch rein, machte mir meine Nase, trockene Blut aus meiner Nase und so weiter und sagt, du bist die Treppe heute Nacht runtergefahren. Ich sage, ja, ich bin die Treppe runtergefahren. So, ich springe ein bisschen, weil das ist eine sehr wichtige Information jetzt. Ich bin noch zur Schule gegangen den Morgen und ich saß da in der Schule und ich hörte, wie die Lehrerin gesprochen hat, und aber nichts aufgenommen, gar nichts, null. Man hörte nur Stimmen und dann gucke ich auf meine Hosen, sehe ich, wie meine Hose dunkel wird. Ich hatte meine Hosen genässt. Ich war schwerstens traumatisiert, weil meine Leid bis dahin war so extrem und dann musste auch noch in Sicherheit gebracht, wo dann auch noch zu schwer misshandelt worden bin. 10, 11. Und dann mache ich meinen Kopf drauf und fing an zu weinen. Die Lehrerin nimmt mich mit zum den Schuldirektor, der schickt mich mit den Lehrern ins Krankenhaus. Die haben mir ein EKG-Gerät angeschlossen, EEG-Gerät angeschlossen. Und ich fragte noch die Krankenschwester, willst du mich auch wehtun? Weil für mich wollte jeder Erwachsene mir wehtun. Und die Schwester war super lieb, sagte, nein, John, wir wollen dich helfen, wir tun dir nicht weh. Gut, jetzt das noch zu kürzen. Die Ärzte, was haben die Ärzte gemacht? Die haben mich unter verbotenen Drogen gestellt, zu beruhigen. Die haben mich dreimal 25 Milligramm Amitriptylin, antidepressiven Tabletten, die nicht mal seine Erwachsener bekämen. Und ich musste den, und ich durfte den natürlich selber nicht einnehmen, da war Mr. Smith für zuständig. Oh nein, warum haben die dir das überhaupt gegeben? Das war gang und gäbe zu den Zeit. Jeder kannte jeder, der kannte die Ärzte. Und die haben gesagt, okay, der ist, ich habe alle Unterlagen zu Hause in Osnabrück, ich habe Hunderten von Seiten und unterschrieben von dem Doktor so und so. Wir fangen heute an mit 3x25 Milligramm Amitriptylin. Und dann ging das monatelang. Und da Mr. Smith mich zu extrem gehasst hat, wäre es natürlich der Fall, dass er immer gesagt hat, so hier noch eine Tablette, noch eine Tablette. Und dann saß man da immer nur fast eingeschlafen. Also das war die Kindheit. Und, ja, wie hast du das überhaupt ausgehalten? Du hast selber gesagt, schwerst traumatisiert eigentlich. Ja, ja. Da sind andere Dinge auch passiert anschließend. Viel, viel gravierende Dinge mit dem Glauben und so weiter. Und mein Leben verfolgte sehr viel Leid. Und auch anschließend, ich habe auch in meiner Biografie geschrieben, meine Vergangenheit wird mein Schicksal sein, weil diese gewaltige Leid, die in der Familie noch ist. Und also ich habe hier drei Engel auf meinem Arm, auf meinem Rücken tätowiert. Das sind drei Schwestern, die alle ihr Leben verloren hat. Eine hat sie gehängt, weil sie schwer missbraucht worden ist, auch in einem Kinderheim. Die andere ist am 9. Monat schwanger, verblutet, alleine gelassen in einem Armutsviertel. Und der dritte ist vor 6 Monaten gestorben, im Oktober, wo meine Frau nicht mal ihr verabredet war, an gedacht ist Fremdeinwirkung. Also wir wissen bis heute nicht, ob es Mord ist oder nicht. Und das wird er mir noch in den nächsten Jahren weiter begleiten. Das geht nie weg. Ich habe das nur überstanden durch den Glaube, durch ein Wunder, die ich so geschrieben drüber haben, als ich fast mein eigenes Leben
nehmen wollte, also aufgeben wollte. Und dann bin ich Blut übergeben, zusammengebrochen in eine kleine Einzimmerwohnung in Osnabrück, bevor ich meine jetzige Frau kennengelernt habe. Und dann lag ich in diesem Blutfleck und es war der gleiche Bild 18 Jahre davor, als der Heimvater mir gegen die Wand geworfen hat. Und als ich da gelegen habe, außer diesem Trauma, was nie weggeht, es geht auch nicht weg. Aber in diesem Moment war das so gewaltig und irgendwo bin ich ohnmächtig. Und dann ist in diesem Moment, als ich da lag am Schlafen, Mutter Maria, für mich war das Mutter Maria erschienen. Es war ein Engel und sie war blau. Ich hatte keinen Bezug zu Glauben, weil ich habe jeden Grund, in Gott nichts zu glauben. Alles, was mir angetan worden ist und meine Familie. Aber durch diesen Traum hat sie einen Satz. Sie stand über meinen Körper und sagte, John, Gott gab dir ein starkes Herz und Gott hat Großes mit dir vor. Ich war eine gebrochene Seele. Ich hatte keine Chance. Ich kannte niemanden. Ich war ein Ausländer, lebend in Osnabrück mit so einem Traumata. Da warst du schon in Deutschland. Ja. Und das war ungefähr vor 32 Jahren, kurz bevor meine Frau kennengelernt hat. Oder gerade zu der Zeit, in der Kürze darauf habe ich Katja kennengelernt. Und, aber den Satz hat gereicht, dass ich aufgestanden bin zum Arzt. Die haben mich zum Krankenhaus geschickt, Verdacht auf Magenkrebs. Aber es war ein gutartiger Tumor, der geplatzt war. Und die konnten es mit starken Tabletten heilen. Aber diesem Satz hat gereicht, um das zu ermöglichen. Wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich nicht. Und von dem Tag bis heute habe ich nie aufgehört, mit weniger Mitteln zu viel zu schaffen. Und ich untertreibe sehr gerne. Und ich kann es nur sagen, es ist ermöglicht worden, dass ich wirklich Millionen Geld sammle für schwer traumatisierte kranke Kinder und nie einen Cent daran verdient. Für mich war das und ist das ein Wunder für sich selber. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also so schwer traumatisiert. Und heute bist du jemand, der sich wieder für andere Kinder einsetzt in Not. Du sagst selber, das ist eigentlich das, wie du dich bezeichnen möchtest. Ich bin Botschafter für Kinder in Not. Ja, natürlich. Ja. Ich war natürlich sehr viel als Extremläufer oder Sportler, bin ich in mancher Sinn, klar. Aber das ist immer nur Mittel des Zwecks. Nur Mittel des Zwecks. Ich bin selber auch mal eingeladen, Diana, aus Gefängnis, um einen Vortrag zu halten über diese Sachen, über Betroffenheit, weil ich aus diesem schweren Gegend in Glasgow komme. Bin ich auch durch schwere Straßengangs. Es war zu den Zeit Ende der 70er und so weiter eine sehr schwierige Zeit in Glasgow. Und man hat viele Dinge erlebt. Und da habe ich natürlich im Gefängnis diesen Vortrag gehalten. Und es war super, es war toll, außer dem Wetter. Es war 35 Grad. Und ich saß da im Kilt. Dann bin ich anschließend mit den Jungs da noch laufen gegangen. Und die haben sogar eine kleine Spendeaktion für mich gemacht. Also es war wirklich toll. Aber das ist Verbundenheit mit Betroffenheit und Verbundenheit, denen zu sagen, das geht wirklich weiter im Leben. Und ich habe immer nur auf meine innere Stimme. Ja. Wir müssen aber trotzdem mal über diese Extremläufe reden. Einer, der mich sehr beeindruckt, der ging durch die Arktis. Ja. Und du hast mal Fotos mitgebracht. Ja, genau. Mal sehen. Ja, klar. Also man sieht dich da auch wirklich im Kilt. Bist du da im Kilt gelaufen in der Arktis? Ja, ich war ein bisschen gemogelt, habe ich schon. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein bisschen, aber dann auch anders. Aber da bin ich so auch mitgelaufen. Wie kalt war es da? Wie kalt? Wir hatten in der Nacht, glaube ich, minus 34 Grad. Boah. 34 Grad. Und dann ab und zu habe ich meine Kilt angezogen, weil viele Freunde haben gesagt, weh, wenn du nicht im Kilt läufst. Ne? Weil ich es immer tue. Was für eine Strecke seid ihr da gelaufen? Es war drei Tage. Es war organisiert von der Kinderhilfswerk in Schottland. Und wir sind für den hier gesammelt. Und da waren auch ein paar Profifußballer auch dabei. Und hier den Jungs vorne, alle, die gut aussehen, blauen natürlich, das sind alles Made in Germany, das sind die schottischen Team, wo die uns angekommen sind. Oh, typisch deutsch, wieder Made in Germany, das beste Aussehen, beste Equipment. Es war super, aber ohne den Klamotten. Es war schön, Mutter Natur hat mir eine Seite gezeigt, die ich unglaublich für Einsätze auch, wenn man solche Bilder sieht. Ne? Wow. Ja, ist schon.
Unglaublich. Sieht so ein bisschen aus, als wäre es gefaked, ist aber echt. Ja, das sieht wirklich so aus, aber es gibt noch schönere Fotos da, davon. Aber es war, man spürt einfach die Seele von Mutter Natur, wenn man da irgendwo sitzt. Ja. Auch wenn es mächtig kalt war abends und ich war froh, wo es vorbei war. Es war schon anstrengend, aber es hat neuen Freunde verbunden, die aus Schottland, England kamen und aus Deutschland. Und wir haben sehr viel Geld gesammelt. Und, ja, und wo es die Gegebenheiten gegeben hat, dann habe ich schnell meine Kilt angezogen, ein paar Kilometer gegangen. Aber dann lernte man schon. Finde ich beeindruckend genug, da im Kilt zu stehen. Ein paar Kilometer? Ja, ja. Und zwar Schottisch-Style ohne Unterwäsche? Ja, ja, einmal musste ich das auch. Ich hatte Verbot von meiner Frau, es zu tun, aber ich musste es einmal einfach intern, privat, ne, eine kleine Popo-Backe gezeigt. Aber die sind noch nicht zu sehen. Ja, warum so Extrem-Challenges? Einfach, weil es am besten funktioniert zum Geld sammeln? Oder? Ja, ja, genau, Ingo. Es gibt zwei Punkte. Erstmal, wenn man über mehrere hundert, wir sind teilweise sogar 2015 Kilometer, 2015, im Jahr 2015 gelaufen zu jeder Kinderacker in Deutschland, ne, gegen Kinderarmut in Deutschland. Und haben sehr viel, ich glaube, ein Viertelmillion Euro gesammelt und übergeben in Berlin beim Zieleinlauf. Warum? Jeder fragt, warum machst du das? Dann hat man wieder einen Anknüpf. Ja, wir machen es gegen Kinderarmut, wir machen es gegen den Krieg, wir machen es für missbrauchte Kinder, wir machen es für die Kinder jetzt, wie es hier draufsteht. Laufen wir nächsten Monat schon, geht es dann nach Irland zu dem Massengrab der Heimkinder. Und da sammeln wir für zwei Kinder, Project Children First, Mary's Meals und so weiter. Und wir verbinden es immer mit Botschaft. Wir versuchen immer Brücken zu bauen mit dieser Botschaft. Ja, und das, letztes Jahr, als wir einmal diesen Massengrab besucht haben, ein Kreuzer für jeder Baby, der da in diesem Abwassertank liegt, haben wir dann Kreuzer rübergeschickt per Logistik und sind wir hingefahren und haben wir den Todesurkunde von 796 Babys, die in diesem Abwassertank liegt. Und dann haben wir die alle in einen riesen Kreis auf den Massengrab hingelegt und haben wir mit den Betroffenen und Angehörigen gesprochen, die haben sich so bedankt. Und einer kam an, ein älterer Herr, und mit einem Kreuz in der Hand und sagte, John, ich möchte dich bedanken. Ich fragte, wieso? Das ist meine kleine Schwester, in diesem Kreuz. Ne? Und sie liegt hier mit drin. Oh, ich kriegte so eine Gänsehaut. Und schon muss ich kämpfen, selber mit meinen Tränen. Und dann nahm er mich im Arm und alles. Wie einfach es ist, die Menschen zu verbinden und zu helfen. Und, ja, und Träume, Schmerzen in diesem Bereich gehen auch nie weg. Ja. Keiner. Ja. Und trotzdem, ich finde es, also mir läuft es auch eiskalten Rücken runter, wenn ich drüber nachdenke, was aus deinem Leben so geworden ist und was da möglich ist. Das kam aber wirklich nur von diesem kurzen Erscheinung, Traum mit Mutter Maria. Ich wäre in der Nacht gestorben, wenn es nicht wäre. Und bis den Tag, bis heute, und wirklich 32 Jahre nicht einen Tag ohne irgendetwas Gutes getan zu haben. Und immer mit irgendeinem, wir arbeiten jetzt für unser Projekt 2023. Wir sagen, jetzt geht es erstmal nach Irland, 2023 wollen wir dann einen Lauf über KZ, Konzentrationslager laufen, von Bergen-Belsen nach Auschwitz. Und dort Grenzen niederzulegen, gegen das Vergessen, gegen diesen lauten Rassismus und Antisemitismus. Und da die deutsch-polnische jüdische Freundschaft zu vereinigen und so weiter. Alle diese Dinge kommen noch. Ja. Und das begleitet mich. Hast du immer noch was, was dich antreibt? Bis zum Lebensende. Schön. Ich glaube, Diana, da geht dir das Herz auf, ne? Wenn du das alles so hörst. Ich bin so richtig nah am Wasser gebaut. Ich heule immer fast bei solchen Geschichten. Richtig, richtig krass. Sehr, sehr krass. Danke fürs Teilen. Oh. Ja, sehr gut. Aber Diana, du machst auch krasse Sachen, finde ich. Ich meine, jedes Leben ist anders. Jeder hat vielleicht auch so seinen Auftrag und seinen Weg zu gehen. Und es gibt ja Musiker, die vor allem die große Bühne suchen. Da hast du auch nichts gegen große Bühne. Aber dir ist auch die kleine Bühne recht und es darf auch mal ein Gefängnis sein. Ein schmuckloser Raum, Neonlicht, so 20, 30 Leute vor dir. Das darf auch mal sein. Wenn du so Konzerte im Gefängnis gibst, wie fühlt sich das an? Erzähl mal.
in irgendeiner Art gar nicht so viel anders wie ein anderes Konzert. Jetzt irgendwo auf einer, in einem Wohnzimmer oder in einem Club oder auf einem Festival oder so. Aber trotzdem ist es natürlich ein anderes Publikum und die Umstände sind ein bisschen anders. Man wird davor gecheckt, man kommt da rein, man, ja, man hört irgendwie alle 5 Minuten einen krassen Schlüsselbund irgendwo. Und ja, es ist schon nochmal eine andere Atmosphäre, wie du gerade sagst. Es sind meistens recht schmucklose Räume und recht pragmatisch eingerichtet. Und das Publikum hat einen Dresscode. Und das ist natürlich bei einem normalen Konzert nicht so. Und das Gefühl da ist viel geprägt davon, dass ich unbedingt möchte, dass sie es cool finden. So, ich bin bei einem Gefängniskonzert viel nervöser, weil da für mich der Druck irgendwie höher ist, weil die Abwechslung ist einfach im Gefängnis nicht so hoch, da kann man nicht... Motto, wenn die mal ein Konzert hören, dann soll es auch richtig cool sein. Ja, absolut, absolut. Wenn es da mal Kultur gibt, dann möchte ich, dass sie unbedingt was mitnehmen, dass sie unbedingt berührt sind davon und dass sie ja nicht denken, so, jetzt hatten wir einmal irgendwie im Quartal eine Kulturveranstaltung, es hat sich nicht mal gelohnt oder so. Das möchte ich auf keinen Fall, dass das irgendwie rüberkommt. Deswegen, ja, ich mache mir da bei den Konzerten irgendwie schon auch mehr Druck. Würdest du sagen, dass da auch Stimmung aufkommt bei so einem Konzert in so einer Atmosphäre? Absolut, also in beide Richtungen tatsächlich. Also es ist sehr oft sehr, sehr emotional, es fließen viele Tränen. Aber es gab auch schon mal ein Konzert, wo dann die Leute angefangen haben zu tanzen und dann hat die Sozialarbeiterin da, die haben irgendwie so Percussion-Utensilien hatten sie da und dann hat sie die verteilt und dann haben sie angefangen irgendwie mit dem Shaker und kleinen Trommeln irgendwie noch mitzuspielen und so. Das kann schon auch so eine ausgelassene Stimmung kann schon entstehen, auf jeden Fall. Ja. Kannst du dir erklären, warum es dann emotional wird? Weil ich glaube, es sind hauptsächlich schon in Männergefängnissen spielst du, oder? Ja, einfach weil es in Deutschland mehr Männergefängnisse gibt. Ja, aber kannst du dir erklären, warum es dann, wenn du Musik machst, emotional wird? Also ich versuche sehr authentisch zu sein und sehr einfach von mir zu erzählen und nicht irgendwie was mir aus den Fingern zu saugen. Und ich glaube, dadurch, dass ich einfach sage, wie es war, auch als ich die Songs geschrieben habe, was ich dabei gefühlt habe, was ich versucht habe zu verarbeiten, nehmen sie mir das ab, erstens. Und zweitens entsteht dadurch irgendwie eine Verbindung. Sie können das dann auf ihr Leben, so unterschiedlich das ist, irgendwie übertragen. Und ich glaube, dadurch entsteht einfach so eine Verbindung, die es einfach super, super emotional macht. Und sie mir dann auch damit erlauben, sie zu berühren auf eine Art mit der Musik. Und das, ja, also besonders ist es natürlich auch, es gibt in manchen Gefängnisanstalten gibt es eine Kirche, eine Kapelle oder so, und dann ist natürlich die Stimmung noch mal ein bisschen anders. So, das wird natürlich schon davon geprägt, wie die Akustik ist. Und ja, trotzdem gibt es auch, ab und zu ist es in so einer Turnhalle, so eine Mehrzweckhalle, so ein riesiger Raum. Und trotzdem entsteht da einfach da was, dass ich da vorne stehe und ihnen, ja, einfach zu ihnen hingekommen bin. So, und ich das Gefühl habe, dass sie da voll berührt sind davon, dass ich zu ihnen gekommen bin, so, obwohl ich mich jetzt nicht irgendwie krass fühle, sondern ich will einfach da irgendwie ihnen was Gutes tun und sie, also die Rückmeldungen, die ich da bekomme, sind schon immer so, dass sie das voll wertschätzen, dass ich dahin gehe. Ich stelle mir jetzt aber vor, du wirst ja wahrscheinlich nicht angefragt und gebucht. Wie ist das? Wie stelle ich mir das vor? Du rufst da an, sagst, guten Tag, ich bin die Diana und ich würde gerne mal ein Konzert bei Ihnen geben. Im Endeffekt, also ich mache viel per Mail, ich telefoniere nicht ganz so gern, aber ich schreibe eine Mail. Du schreibst die an? Genau, ich schreibe eine Mail an poststelle@jvaxy. Und wie reagieren die in der Regel? Also es kommt drauf an. Manche reagieren gar nicht. Manche reagieren mit einer Absage, dass sie irgendwie, was weiß ich, Umbauten haben oder kein Bock oder keine Zeit oder wie auch immer. Und manche sagen zum Glück zu und sagen, hey, wir finden es mega cool. Und ich habe auch angefangen, so kreative Schreibworkshops anzubieten in JVAs. Und dann ergibt sich das manchmal auch. Und dann kann ich mit ihnen da einfach noch kreativ sein. Und irgendwie, ja, also durch das Schreiben von Texten reflektiert man ja ganz viel. Also Tagebuch schreiben oder was auch immer. Und da entsteht echt auch nochmal Krasses, also sowohl emotional, einfach auch von dem, wie sie sich öffnen, ist so abgefahren, was sie da erzählen einer wildfremden Person, die da mit denen irgendwie 3-4 Stunden sitzt und Texte schreibt, ist schon auch echt abgefahren. Und
So klappt es manchmal. Jetzt hat es angefangen, dass ich Briefe aus JVAs bekommen habe mit Einladungen. Also es gibt so Gefängniszeitschriften beispielsweise, ja, also, die mir dann schreiben, so, hey Diana, ich habe gesehen oder wir haben gesehen, dass du Konzerte gibst in der Knastzeitung von einem anderen Gefängnis. Kannst du bei uns nicht auch spielen? Oder ich bekomme auch von Menschen, die das irgendwie sonst mitbekommen haben, über die Presse, so, hey, ich habe gehört, du machst das da, kannst du nicht auch in die JVA gehen und die JVA und in der JVA wäre es auch noch cool. Oder von Inhaftierten, die irgendwie die Teensmack bekommen oder so und da irgendwie ein Artikel drin war. Ja. Und dann ist der Mensch dann zum Gefängnisseelsorger gegangen und der hat mir dann geschrieben. Und genau so. Ja. Das hat ja irgendwann mal angefangen. Hattest du da nicht auch Schiss, so in ein Gefängnis zu gehen, lauter Kerle und so, die einen dann anstarren und wer weiß, was da passiert? Also das erste Konzert war in einem Jugendgefängnis und ich habe viel offene Jugendarbeit gemacht und da ist die Zielgruppe ein bisschen ähnlich. Deswegen war das mehr so wie, keine Ahnung, ich gehe in eine Jugendherberge und gebe da ein Konzert. So. Oder, also es war jetzt nicht so komplett schwierig, wobei ich bei Jugendlichen noch mal mehr will, dass sie mich cool finden. So. Also ich finde, Jugendliche sind immer noch ein bisschen schwieriger zu knacken. So. Und ja, aber ich hatte jetzt nicht so Schiss. Ich war einfach so, ja, nur nervös, weil ich halt wollte, dass das cool wird. Und das war dann auch mega, mega cool und mega schön zu hören, was sie für Träume haben und was sie planen, wenn sie dann wieder rauskommen. Aber als ich das erste Mal in ein Männergefängnis gegangen bin, da hatte ich schon ordentlich Respekt. Also da dachte ich schon so, okay, krass, das ist nochmal medial auch eine ganz andere Gruppe Menschen, wie sie dargestellt wird. Und ja, da war ich schon ein bisschen nervös und dann letztendlich beim Konzert war es halt so, hey, das sind einfach, ja, ganz normale Menschen, so teilweise sehr gebrochene Menschen und ja, ich darf da jetzt einfach mein Bestes geben. Cool. Schön. Du hast hier dein aktuelles Album dabei. Ich schätze das sehr, dass du es auf Vinyl dabei hast, dass es das auch gibt. Und wir müssen mal drüber reden, aber vorher müssen wir mal reinhören, was du überhaupt so für Musik machst, finde ich. Das haben wir uns jetzt auch alle mal verdient. Wie lange dauert das denn, wenn du ein Konzert, wenn du da bist? Wie lange? Ungefähr eine Stunde. Stunde? Ja, genau. Also es in der Freizeit, die sie so haben, in einem Arbeitsalltag. Oder mit Playback oder wie? Komm mal. Nee, Playback mache ich eigentlich nie. Also meistens spiele ich alleine, einfach um nahbarer zu sein. Und manchmal nehme ich dann auch irgendwie zwei, drei Leute mit. Die Nadel drauf. Du hast ja auch Beats. Ohne geht's dann auch wieder nicht. Genau, genau. Also die Konzerte in Gefängnissen sind deutlich akustischer. Achtung, jetzt Musik. So hört sich's an. Ich habe mich mit dem Album ein bisschen beschäftigt, auch so mit den Inhalten, Diana, und da geht es um soziale Ungleichheit, um sexuelle Gewalt, um Suizid, Resozialisierung. Hört sich jetzt nicht nach Songs an, die man gerne im Radio spielt, so nicht so mega radiotauglich von den Themen her. Warum so schwer, die Themen? Also es läuft trotzdem im Radio. Das ist super, das ist schön. So, aber ich glaube, es liegt mehr daran, dass die Leute nicht ganz so viel bei Texten zuhören. Aber so schwer, weil ich dachte, ich bin so oft im Gefängnis und darf diesen Menschen begegnen auf eine Art. Ich darf mich mit den Menschen unterhalten, die dort arbeiten. Und jeder hat irgendwie zum Gefängnis so konkrete Gedanken irgendwie. Ich habe letztens einen Workshop gegeben und habe dann so die Menschen sammeln lassen, was sie so für Gedanken haben zum Thema Workshop und zum Thema Gefängnis. Und dann gab es einfach so bestimmte Stereotypen, die man im Kopf hat und eine krasse Stigmatisierung auch der Menschen, die dort leben. Und deswegen fand ich es auch so krass, was du gerade erzählt hast. So, das ist so, du hast gesagt, deine Vergangenheit wird dein Schicksal sein. Und deswegen heißt das Album auch so, die Schwerkraft meiner Vergangenheit. So, das ist, was wir erlebt haben, prägt so krass unsere Zukunft und das unsere Gegenwart auch auf eine Art. Und natürlich die Frage, wie wir damit umgehen. Und diese Menschen sind, also ohne dass ich irgendeine Straftat entschuldigen möchte oder kleinreden möchte, auf keinen Fall, aber sie werden reduziert auf diesen Moment, in dem sie halt auf gut Deutsch gesagt Scheiße gebaut haben. Und alles, was davor passiert ist, Traumata, die sie vielleicht erlebt haben und ja einfach nicht wussten, wie oder nie gelernt haben, wie damit auch vielleicht anders umzugehen, die fallen einfach hinten runter. Und das wollte ich in diesem Album darstellen. So, hey, es geht um so viel mehr bei einem Menschen als nur das ist. Da ist so viel mehr dahinter. Und das wollte ich helfen, irgendwie aufzudecken. Ja.
Du glaubst sehr auch an Resozialisierung, dass das möglich ist, dass Menschen sich ändern. Was man aber kennt, ist eigentlich dieser Teufelskreis. Einmal Knast, immer wieder Knast. Mhm. So ist es ja oft. Was lässt dich denn glauben, dass das auch anders geht? Ich bin so ein ganz optimistischer Mensch grundsätzlich. Und ich glaube schon, dass wir viel auch im Miteinander ändern können. So, also selbst wenn wir nicht wissen, wo die Person herkommt, weil das einfach in den meisten Fällen so ist. Wenn wir eine Person sehen, dann haben wir keine Ahnung, wo sie herkommt, wo sie hingeht, was ihr wichtig ist, wovor sie Angst hat, was sie schon erlebt hat. Und dass in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, eben einfach im Kopf behalten, dass die Person, dass da viel passiert ist, dass sie so handelt, wie sie jetzt handelt, dadurch einfach geprägt wird und was Positives in diesem Menschen aktiviert werden kann quasi, dass sie merkt so, hey, ich muss mich nicht durchboxen, ich muss nicht immer irgendwie um mein Recht kämpfen, sondern Menschen begegnen mir mit Wertschätzung und Menschen begegnen mir mit Respekt, auch wenn sie nicht wissen, wer ich bin und fangen nicht an, mich zu verurteilen aufgrund dessen, wie ich gekleidet bin oder was ich für eine Ausstrahlung vielleicht habe oder wie auch immer, sondern Menschen geben mir eine Chance, ja, der Mensch zu sein, der ich vielleicht wirklich bin. Ja. Ich wette, du redest viel mit denen, oder? Auch nach den Konzerten. Ja, ab und zu. Was hörst du da für so Geschichten? Kannst du mal ein Beispiel erzählen, was du da so hörst? Also persönlich ganz wenig. Also ist jetzt nicht jemand, also ich frage auch nicht nach irgendwelchen Straftaten oder so, weil es mich überhaupt nichts angeht. So. Ich bin ja auch nicht irgendwie, bei einem normalen Konzert frage ich auch nicht erstmal den Familienstand ab und, keine Ahnung, den Finanzstatus oder so. Weil also das Persönliche geht mich so gesehen gar nichts an, sondern ich möchte, ich reagiere viel mehr auf das, was sie mich fragen. So, manche fragen, warum ich nicht zu DSDS gehen möchte oder so. Hey, du bist so super, geh doch da mal hin. Nee, aber ganz viel fragen sie mich einfach zu meiner Musik oder geben mir Feedback oder so. Und so kommen wir einfach in so einen Austausch. Aber es ist jetzt nicht so ein krasses Geschichtenerzählen. So. Aber klar, bei den Workshops kommt natürlich ein bisschen mehr Hintergrund auch raus, wenn sie erzählen irgendwie, dass die schwangere Freundin auch im Knast sitzt oder sowas. Das ist dann schon irgendwie so krass. Aber ja, ich mache da jetzt keine krasse Geschichtenrunde. Ja. Oh, coole Sache. Du hast einen Hoodie an, der ist quasi so dein eigenes Design, ist Merch, nennt man es von dir. Mhm. Hinten drauf ist ein Bild, das musst du mal zeigen, weil ich finde das schon sehr beeindruckend. Also genau, vorne ist auch noch so ein Motiv, da steht I'm taking a trip down memory lane. Das ist der, also Memory Lane ist quasi der Titel des Songs und das ist... So, das ist eine kaputte Vase, die ist geflickt und oben stehen aber trotzdem schöne Blumen drin. Yep. Was ist der Hintergrund? Also genau, der Song, wie gesagt, heißt Memory Lane, ist auch auf dem Album drauf und es geht eben darum, ganz, ganz viel im Leben erlebt zu haben. Dinge, die vielleicht schön waren, die man aufbewahren möchte. Und andere Dinge, die vielleicht nicht so schön waren, die einen krass herausgefordert haben, zurückgehalten haben, vielleicht auch zerbrochen haben, wie diese Vase. Aber trotzdem, ja, man positiv nach vorne schauen möchte und Momente mitnehmen möchte, die eine Zuversicht versprechen und eben nicht diese Angst oder diese Sorgen, die sich über die Jahre angesammelt haben, die ganze Zeit mitzunehmen. Und klar sind diese Risse immer irgendwie da, aber ich finde, das ist auch irgendwie was Schönes. Ich habe letztens, meine Mama gibt immer zur Inspiration für Songwritings, schickt sie mir immer wieder Zitate, die sie irgendwo gelesen hat, ganz süß. Gruß an meine Mom. Und letztens hat sie mir dieses Zitat geschickt, dass alles hat irgendwie Risse, weil dadurch kommt das Licht durch. Also es gibt irgendwie schöner formuliert, sorry dafür. Aber das finde ich irgendwie einen richtig schönen Gedanken. Und dann eben zu sagen, es kann aus diesem Gebrochenen auch was Schönes kommen, wie wir hier sehen können. Aus dem Gebrochenen können so schöne Sachen entstehen. Und das ist so ein bisschen die Hintergrundstory. Ja. Arne, ist das ein Bild, das dich anspricht? Ja, na klar. Ich meine, alles. Also John und sein Einsatz für Kinder, der mir wahnsinnig nahe ist. Ich habe dieses Sarah-Projekt gestartet. Wir unterstützen Flüchtlingskinder in Jordanien seit 2017. Das, was du beschreibst, das wäre mein Song Kintsugi-Herz vom letzten Album, was genau das ausdrückt, diese Form Zerbrochenes zu nehmen und mit Gold und Silber auszufüllen oder so einen speziellen Goldlack als ein Zeichen dafür, dass die Risse immer bleiben. Das ist ja so ein Thema, was ich bei euch beiden durchgezogen hat, in meinem Part sicher auch vorkommen wird. Und in dem steckt, dass wir eben nicht komplett neu gemacht sind, wie als würde man über alles so eine Schablone drüber legen und dann ist alles wieder in Ordnung, in so einem einfachen, verkürzten Sinne, sondern dass es so eine tiefere Art von Heilwerden oder
oder befriedet werden gibt inmitten des Sturms. Und das kommt mir von euch beiden entgegen. Ja. Schön. Danke, Diana. Ich finde es super, dass du das machst und danke, dass du uns davon erzählt hast. Voll gern, danke, dass ich es erzählen darf. Ich gleich mal, ob ich die Platte mitnehmen kann. Arne, wir haben gerade schon angefangen, darüber zu reden. Du hast eine Stiftung, die ist nach deiner, oder ein Projekt, das ist nach deiner Tochter benannt. Und wir müssen einfach mal darüber reden, was mit deiner Tochter passiert ist. Wir reden vom Jahr 2014 und der hatte einen Unfall. Da ist deine Tochter gestorben. Was ist genau passiert? Ja, John hat ja beschrieben, dass im Prinzip sein ganzes Leben auf dem falschen Fuß losgegangen ist und dass da so ein später Moment kam, wo Hoffnung ins Leben gekommen ist. Ich würde sagen, so wie ich groß geworden bin, habe ich meine Unschuld mit 47 verloren. Das war der Zeitpunkt 2014, wo unsere Tochter gestorben ist und wo einen keiner darauf vorbereiten kann. Also auf einen solchen Verlust kann man nicht vorbereitet werden, sondern sprengt alle Vorstellungen von dem, was Leben ausmacht und wie ich weiterleben möchte und alle Sicherheiten, vermeintliche Sicherheiten. Das ist ein Thema, was uns in den letzten Jahren global und auch als Europäer jetzt gerade frisch wieder komplett erfasst, dass es diese Sicherheiten nicht gibt, dass die oft nur ein Schein sind. Und das geht einem aber oft gar nicht so, wenn man relativ behütet aufwächst, wenn man ein relativ heiles Familienleben kennenlernt, wenn viele Träume und Vorstellungen sich im Beruflichen auch erfüllen und so. Und ich bin relativ manchmal auf der Überholspur, manchmal sehr auf der Workaholic-Seite unterwegs gewesen, aber mit vielen Dingen in meinem Leben, die eine klare Struktur hatten. Ich wusste, wo ich hingehe, ich hatte Support dafür. Ich habe schöne Dinge erlebt, beruflich wie privat. Ich habe früh geheiratet, wir haben zwei gesunde Kinder bekommen. Alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Und umso gravierender ist dann so ein Bruch, der entsteht, wo du nicht weißt, wo es herkommt, wo du hin sollst mit deiner Wut, mit deiner Verzweiflung, mit den Dingen, die ja alles wie so einen falschen Film erscheinen lassen eine Zeit lang. Dann die Schuldfrage, die sich nochmal stellt in so einem Prozess, wo du selber integriert warst in das Szenario, was dahinter ist. In dem Fall, dass ich das Auto gefahren bin, das in das Taxi reingekracht ist mit diesen folgenschweren Konsequenzen für meine Tochter. Und die Fragen, die sich dann stellen, sind elementar und sie stellen erstmal alles auf den Prüfstand im Leben. Und das sind familiäre Dinge, das sind berufliche Dinge, aber es sind auch die Fragen nach Glaube und nach Gott und nach seiner Rolle in deinem Leben. Und wenn man in gewissen geistlichen Kreisen groß wird, dann gibt es so ein relativ heiles Bild. Ich würde es vielleicht mal beschreiben mit dem Buch Das Gebet des Jabes, was Anfang der 2000er Hochkultur hatte. Da war so ein Ami, der hat sich einen kleinen Vers aus dem Alten Testament rausgeholt. So klein, dass man ihn in aller Regel überlesen würde, wenn es nicht einen Bestseller gäbe, der viele Monate auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz, ganz oben positioniert war, weil er so eine Sehnsucht von uns festgehalten hat. Der kleine Satz heißt, segne mich und erweitere mein Gebiet, steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und Leute haben das im Prinzip wie so eine Art christliches Mantra verwendet. Also nach dem Motto, wenn ich dieses Gebet nur oft genug am Bett meiner Tochter oder am Bett meines Sohnes bete, wenn die noch klein sind oder zu Hause, dann ist Schutz über unserem Haus ein bisschen ähnlich wie das Blut, was man damals in Ägypten an die Türpfosten gemalt hat und dann geht der Racheengel Gottes vorbei und nichts passiert. Und die Wahrheit ist, es ist nicht so. Das Leben ist nicht so. Corona geht nicht an den Christen vorbei. Ukrainische Christen werden gerade durch Putins Armee getötet und da werden genauso viele sterben, der Frommen wie der Nicht-Frommen, weil Matthäus 5, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte und es seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Ja. So. Und das ist so eine Konsequenz, die sich zum Beispiel daraus ergeben hat. Dann musstest du erleben, mein Kind ist tot und ich wette, das hat auch dann was mit deinem Gottesbild gemacht. Du hast Fotos mitgebracht. Wie schwer fällt dir das eigentlich, die Fotos von deiner Tochter anzugucken?
Dieses Bild hier, das sind zwei Collagen, die wir gemacht haben. Ihr könnt gerne mal einen Blick werfen. Das sind zwei Collagen, die wir gemacht haben für den Abschiedsgottesdienst. Und seitdem hängen die in unserem Haus. Eine im Büro meiner Frau und die andere an der Treppe vom Erdgeschoss zum ersten Stock. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht jedes Mal, wenn ich diese Treppe gehe, vom Erdgeschoss in den ersten Stock und wieder zurück, nicht stehen bleibe, sie anschaue und mit ihr rede. Kein Moment in all den Jahren, weil es wie so ein Versprechen gegen das Vergessen ist und gleichzeitig ein Bewusstmachen, du bist immer dabei. Du bist immer Teil meines Lebens und wirst es bleiben. Das hat was Tröstliches. Es hat natürlich auch sehr, sehr, sehr schmerzhafte Zeiten gehabt. Schmerz verändert sich und nimmt unterschiedliche Gestalten an. Es gibt alles von so einer Lähmung bis hin zu zum dumpfen Schmerz. Jemand hat mal sehr schön gesagt, Trauer ist wie, als wenn man denselben Türen auf einem unterschiedlichen Stockwerk wieder begegnet. Also zuerst kommt der erste Geburtstag ohne Sarah, das erste Weihnachten ohne Sarah, die ersten speziellen Einschnitte, Urlaube, die man früher immer zusammen verbracht hat und die jetzt so nicht sind und es zerreißt einem das Herz und denkst, das kann nie wieder heil werden. Und dann hast du das erste Jahr, wo es mal nicht mehr so wehtut. Ja. Und du denkst, okay, jetzt bin ich vielleicht eine Stufe näher an die Verarbeitung rangekommen. Und dann kommt am nächsten Jahr, wenn du dann auf einer weiteren Stufe, ein Stockwerk höher, wieder an derselben Tür vorbeikommst und es erwischt dich genauso, als wenn es das allererste Mal wäre. Insofern finde ich dieses Statement gerade von dir, John, bezeichnend zu sagen, das hört nicht auf, das ist Teil dieses, wir nehmen dieses Trauma mit und ein Kintsugi-Herz, habe ich eben erwähnt, als ein Bild, ein Lied, was ich geschrieben habe, sagt genau das, als Gott sagte, er macht dich neu, hat er damit einerseits die Ewigkeit gemeint und andererseits aber auch gesagt, es gibt so ein inneres Behütetsein, was nicht von diesen äußeren Verletzungen ablenken soll, aber auch nicht abhängig ist. Ja, ja. Du hast als Musiker auch vor dem Tod deiner Tochter viele Lieder über den Glauben gemacht. Du hast von einem liebenden Gott gesungen. Aber dieser liebende Gott, ich wette, so hast du das empfunden, hat dir dann dein Kind genommen. Oder war das ein anderes Bild? Was hat das mit deinem Glauben gemacht? Ja, weil von wegen hier, ich bete und beschütze mein Kind und dann passiert auch nichts. Es hat ja nicht geklappt. Also zuallererst mal guck mal, wer schuld ist. Ne? Dass du das überlegst, bist du schuld oder ist Gott schuld oder ist der Teufel schuld? Es gibt ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das so einordnet. Und irgendwann merkst du, ist totaler Humbug. Du kriegst das nicht unter die Füße, du kannst das nicht klären. Du kannst nicht sagen, der oder die oder das sind dafür verantwortlich. Und natürlich gibt es viele dieser Theorien, aber die Theorien helfen mir überhaupt nicht, weil der Schmerz himmelschreiend ist und weil er die Fundamente angeht. Und du weißt, du kannst nur mit dem Schmerz, du kannst nicht mehr ohne. Und dass da eine Erklärung wäre, heißt nicht, dass es dir danach besser geht. Das ist ja so eine Vorstellung, wenn ich das irgendwie einordnen kann oder so, vielleicht kann ich dann meinen Frieden damit machen. Aber ich mache niemals in meinem Leben meinen Frieden damit. Das ist ganz großer Scheiß, der damals passiert ist. Und meine Tochter hätte nicht sterben müssen. Und dazu stehe ich. Es gibt für mich nicht dieses Befriedetsein mit, das akzeptiere ich jetzt und dann lebe ich einfacher oder besser oder so. Ein Teil ist unverständlich in dem, was uns passiert. Dazu gehört auf einer globalen Ebene oder einer europäischen Ebene das, was ja nicht nur in der Ukraine ist, aber im Moment erleben wir es halt so, weil es uns aus der Fasson bringt, weil wir es halt in Europa nicht erwartet haben. An anderen Stellen in meiner Lebenszeit gab es ganz, ganz, ganz schlimme Konflikte und wir haben kaum eine Notiz davon genommen und die Tagesschau auch nicht. Ja. Aber es gibt sie und sie wegzupacken, nur weil sie nicht so nah dran ist, ist natürlich auch eine Form von Naivität, die das Leben nicht einfängt. Das heißt, das Leben kann grausam sein und es kann wahnsinnig herausfordernd sein. Und wenn es für uns nicht ist, heißt es nicht, dass es nicht für andere Millionen von Menschen so. Aber jetzt ist dir Leid sehr, sehr, sehr nahe gekommen. Wie ist es dir denn gelungen, weiter noch glauben zu können? Gelungen ist so ein schwieriges Wort. Ich nehme mal ein Beispiel. In der ersten Zeit habe ich gesagt, ich habe wahrscheinlich deswegen meinen Glauben nicht an den Nagel gehängt, weil so viele Leute für mich gebetet haben. Und es waren, weil ich so ein bisschen Sandkastenprominenter bin, also in diesem christlichen Musikbereich einen gewissen Namen habe im deutschsprachigen Raum, haben sehr, sehr viele Leute geschrieben und sehr viele Leute auch gesagt, wir haben damals
als wir davon gehört haben, dafür gebetet und tun es nach wie vor. Und ich habe so gedacht, okay, das ist vielleicht einer der Gründe, warum das so passiert ist. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe gemerkt, was für ein Schwachsinn das eigentlich ist. Wenn nur, weil ich mehr Leute habe, die für mich beten, deswegen meinen Glauben nicht verloren habe, was soll denn dann Lieschen Müller machen, die einen kleinen Hauskreis mit 3 Peoplen hat, bei sich in der Gemeinde und wo nicht 1000 Leute für sie beten? Das stimmt doch hinten und vorne nicht. So einen Gott will ich gar nicht haben. Also so einen Gott würde ich gar nicht nachfolgen wollen. Es bleibt unverständlich. Es gibt keine Erklärung. Ich glaube, dass der Glaube funktioniert manchmal wie ein Muskel, den man durchaus aufbauen kann. Und wenn man seit seiner Kindheit in einer Gemeinde gewesen ist und gebetet hat und Menschen um sich herum hatte, die Glauben auch irgendwie gut finden und daraus was ziehen, dann baut das einen Muskel auf. Aber so wie es in der Medizin auch den Begriff des Muskelschwundes gibt, wo von einer kurzen Wegstrecke zur nächsten irgendwie der Muskel verfällt und du denkst, da ist gar nichts mehr da, so können Schicksalsschläge im Leben genau dasselbe machen. Und dann gibt es nur noch den Glauben als Geschenk. Ja. Und den kann ich nun mal nicht definieren. Der Glaube ist zu mir gekommen. Ich sage den Leuten, ich habe sehr, sehr viele Konzertlesungen gegeben zu diesem Thema Trauer und Glaube in den letzten Jahren, seit 2017 vor allem. Und hunderte von Menschen gesprochen, die Kinder verloren haben, die andere, auch erwachsene Kinder verloren haben durch Selbstmord und Ähnliches. Und viele fragen genau das, wie konntest du am Glauben festhalten? Und ich sage, ich kann dir nur meine Geschichte erzählen. Ich kann dir nur erzählen, dass es so ist, dass ich nach wie vor denke, dass dieser Gott gut ist und dass ich an diesen Ort glaube, wo ich Sarah wiedersehen werde und wo es keinen Schmerz und kein Leid und kein Geschrei gibt. Du hast auch dein Buch mitgebracht, das heißt Auf zu neuen Ufern, befreit zu einem ehrlichen Glauben, der trägt. Das steckt ja schon im Titel, dass anscheinend was befreit werden musste, glaubensmäßig. Du schreibst in dem Buch von einer Inventur des Glaubens und dass das Leben dich dazu gezwungen hat, mal Inventur zu machen. Was musste denn da auf den Prüfstand und musstest du auch was über Bord schmeißen? Es gibt Glaubensausdrucksformen, die sind Schlager. Schlager ist geschönte Wirklichkeit. Viele Menschen lieben Schlager, weil es so einen Heile-Welt-Moment schafft, in dem man gerne verweilt, so ein bisschen wie so ein schlechter Roman, wo du das Ende genau kennst und du weißt, okay, hier kann ich jetzt eine Zeit lang mal sein und es tut mir gut und so weiter. Und so wird für viele auch Glauben erlebt. Manche Leute sagen einem das ganz, ganz direkt ins Gesicht. Ich möchte nicht in eine Gemeinde gehen, um dann noch mehr Probleme zu hören, sondern ich möchte gerne in eine Gemeinde gehen, um was Positives zu hören. Ja, da kommt der Begriff her von Gottesdiensten als Celebrations, wo man auf das Positive guckt, was einem das Leben an Guten bereithält und Gott, der hinter all dem steht. Und man feiert das, was gut ist und schaut bewusst darauf und nicht auf das andere. Und das ist eine Möglichkeit, wie man mit dem Glauben umgehen kann. Aber spätestens, wenn die großen Brüche des Lebens kommen, und die kommen irgendwann immer, jeder erlebt das, zu einem Zeitpunkt seines Lebens und sei es bei seinem eigenen Tod, dann hilft dieser schlagereske, weil Ausschnitt fixierte Blick nicht mehr. Dann brauche ich das ganze Bild und dann brauche ich vor allem einen Glaubensvollzug, der auch mit diesen harten Zeiten und leidvollen Zeiten des Lebens klarkommt. Und wir haben ein Urbuch in der Bibel, die Psalmen, da sind 65 von 150 Psalmen Klagepsalmen. Die wurden in der modernen Worship-Literatur komplett rausrevidiert. Worship-Anbetungslieder, die genau, man Genau, also Songs, singt. Die die Leute singen, um damit ihre Gottesbeziehung auszudrücken oder in Liedern beten, könnte man sagen. Und in ganz vielen dieser Liedern, im Gegensatz zu diesen Texten im Alten Testament, wo richtig auf die 12 gehauen wird und wo Leute auch zweifeln und auch ihre Zweifel ausdrücken und auch klagen Gott gegenüber, ist dieser Teil fast komplett verbannt worden, zumindest in verschiedenen Glaubensrichtungen, auch welche, mit denen ich groß geworden bin, mit denen ich eine Menge zu tun hatte. Und ich musste irgendwann für mich mir eingestehen, dass das eine naive, das Leben nicht treffende und Menschen, die durch Leid gehen, verletzende Form ist, die einem dort erzählt wird. Und dass es oft dann, wenn dann Dinge passieren, begründet wird oder mit abstrusen Gedankengebäuden ummantelt wird. Da würden Leute doch ernsthaft sagen, ja, da war leider Erbsünde in deiner Vergangenheit bis ins dritte Glied oder so. Und ist Scheiße passiert, tut mir ja auch leid für dich persönlich.
persönlich, aber das hat Gott ja gar nicht so gewollt, aber es gab auch Anfechtungen und so, wahrscheinlich auch Sünde in deinem Leben, weil hast du nicht vergeben, dass der Heimleiter dich irgendwo hingeschossen hat, wirst du doch bekloppt. Ja, weiß ich. Aber sowas, ja, sowas hast ja du erlebt. Ich habe das natürlich erlebt, weil wenn du das ganze Spektrum kennenlernst und als Musiker, der unterwegs ist, in unterschiedlichen Gemeindeformen eingeladen wird, der erlebt nichts, was er nicht erlebt. Mhm. Und das macht einen schon mal wahnsinnig. Ja. Mich würde zum Schluss noch mal interessieren von euch allen, und vielleicht fangen wir bei dir mal an, Arne. Könntest du in ein paar Sätzen beschreiben, was dein Bild von Gott ist, so die Essenz des Glaubens für dich? Ja. Das Bild, was ich mehr und mehr in mir verfestigt habe, und das ist vielleicht mehr der Raum, in dem er sich bewegt, weil ich ihn mir gar nicht vorstellen kann, ist die Ewigkeit als ein Land, was unglaublich vielfältig ist, was wahnsinnig befriedet ist, was ein Ort ist, der Dinge bereithält, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann und definitiv sehr wenig mit Irdischem zu tun hat. Das heißt, dass Gott unverfügbar ist oder wie das Alte Testament sagt, so viel höher wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Wege als meine und seine Gedanken als meine. Das prägt dieses Bild, dass wir haben in den 10 Geboten dieses Verbot bekommen, uns ein Bild von ihm zu machen. Und das ist total albern in einer gewissen Weise, weil Menschen sich von allen Bilder machen müssen. Frag euch ja sogar danach. Ja. Ganz genau. Und ich merke also, es ist, einerseits geht's nicht, ich muss mir ein Bild machen, und andererseits greifen alle diese Bilder zu kurz und mit der Spannung. Diese Unverfügbarkeit. Ganz genau, die Unverfügbarkeit sagt, dass er sich vielleicht dir ganz anders offenbaren wird und dir ganz anders offenbaren wird aufgrund deiner Kultur und deiner Herkunft und deinen Erfahrungen und deinem Bereich, in dem du dich bewegst, und dass das gut so ist, weil Gott eben all das ist, in dieser Größe ist, und das heißt nicht im Umkehrschluss Beliebigkeit. Sondern es heißt einfach nur, mein Bild ist zu klein. Vielleicht ein letztes Bild dazu. Mein Sohn kam mal irgendwann 2015 nach Hause und sagte, Papa, hast du eigentlich eine Ahnung, warum die Fliegen immer gegen dieselbe Fensterscheibe fliegen? Ich habe keine Ahnung. Gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen? Ja, die haben so ein kleines Gehirn und so eine kleine Erinnerungsfähigkeit, dass wenn sie gerade gegengeflogen sind, dass sie es dann schon wieder vergessen haben. Und du kannst dir vorstellen, was in der Analogie meines Bildes jetzt gerade der Mensch ist, in dem Bild. Ja. Danke. So, jetzt noch kurz zum Schluss. Könnt ihr es auf den Punkt bringen, Diana? Also da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dem Arne. Also so das auf den Punkt bringen, finde ich ganz, ganz arg schwierig. Mhm. Jetzt so in meiner Situation ist Gott einfach jemand, zu dem ich einfach hingehen kann. Einfach nur halt und sein kann und nicht irgendwie... ich muss nicht mal irgendwie krass irgendwelche Worte finden oder mich irgendwie ausdrücken, sondern ich kann einfach so sagen, hier so, Gott, das war mein Tag und das lief geil und das war irgendwie echt eher nicht so. Und er ist jemand, der versteht, der manchmal, glaube ich, auch oft über mich lacht. So. aber der einfach also so in der Art verfügbar ist, dass ich einfach kommen kann. Und das ist, glaube ich, das, was gerade für mich das Gottesbild ganz gut beschreibt, sofern das in der Beschreibung war. Ja, schön. Ja, ich habe ein ganz besonderes Bild zu ihm. Erstmal, wenn ich unterwegs bin am Trainieren oder Ähnliches, ich rede ihn wie ein Kumpel. Er hat Spaß auf Humor manchmal, aber einmal habe ich von ihm geträumt. Und man, so ist es. Ich bin auch kein Theologe, ich habe die Bibel auch nicht gelesen. Ich habe meinem Herzen Gott gefunden durch besondere Wege und seine Aufgabe, die er mir gegeben hat, erfüllt. Aber ich habe einmal von ihm geträumt und ich habe es auch darüber geschrieben. Und in dem Traum war es, ich stand da oben an meiner Plattform im All. Und schaute ich auf die Erde hinab und Massen von Wasser und Wellen gingen über die Erde. Und ich stand da alleine und ich schaute über meine linke Schulter zu der weitesten von den Galaxien. Weitesten, und da war wunderschönen Sternen und Wolken und Planeten, und aus diesem Bereich kam eine Wolke rüber, eine Wolke. Und er hielt über meine linke Schulter. Und als ich da hinaufschaute auf den Schulter, ich stand noch im All auf der Plattform in dieser Wolke, und auf einmal zog diesem Gesicht, wie man sich Gott vorstellen könnte, bumm, es war ein Gesicht wie Moses, also ein Bart, durchdringende Augen und so weiter, aber keine Angst, Macht, aber Gütigkeit. In dem Moment, aus diesem Wolke, dem Gesicht für mich, in meinem Zustand zu der Zeit, für Gott wäre, bin ich in dem Moment auf meinen Knie, das war noch mein Traum, an meinen Knien habe ich mich versteckt, so. Und dann fragte mich Gott,
John, was tust du jetzt? Und er sagt, Vater, und er weiß, alle meine Leidensweg, alles das, was sie getan haben, alles, was sie gegeben haben, habe ich ängstlich gesessen und sagt, Vater, ich habe es nicht verdient, dir in die Augen zu gucken, zu sehen. Und ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt fähig war, so etwas zu sagen. Aber das war in diesem Traum. Und in diesem Moment, also antwortet Gott und sagt, John, ich habe große Freude an dir und alles, was du tust. Das war lange, lange noch nach dem ersten Traum, wo ich diese meine Aufgaben bekommen habe. Und in dem Moment explodierte Gott, also in diesem Wolke, sage ich wohl. Und alles, was war und ist, ob es die Sterne, die Natur ist, alles, für mich ist Gott allgeben. Und ich kann ihn nicht in einem Foto, für mich ist er das Höchste, aber man kann ihn nicht, der ist wir und der ist die Kinder. Hm. Und ja, das ist mein Bild, weil ich es davon geträumt habe. Danke. Wow, danke, dass ihr das alles geteilt habt. Ich hoffe, ihr habt euch auch gegenseitig inspiriert. Mein Eindruck war schon, mich habt ihr sehr inspiriert. Danke, dass ihr alle da wart. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das war diese Ausgabe des Talkwerks. Nächste Woche kann es weitergehen. Und natürlich gibt es noch viel mehr ERFYES, weil Talkwerk ist ja nur ein Teil von ERFYES. Mehr von uns entdeckt ihr auf erfyes.de oder in unserer App oder auf unseren YouTube-Kanälen, andere Social-Media-Kanäle. Überall sind wir zu Hause. Wir sind da, wo du bist. Schön, dass du heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.